Heute bin ich unterwegs zu einer kleinen Wanderung. Mein Ziel ist der Brandhof. Dort möchte ich essen gehen. Ich hoffe, das klappt von der Zeit her. Und ja, wenn ihr mögt, könnt ihr mich begleiten. Heute soll der letzte schöne Tag im Oktober sein und das muss ich ausnutzen. 25 Grad sind gemeldet. Ja, ab dem Nachmittag sollen Böen kommen, aber ich denke, es wird trotzdem eine schöne Wanderung. Ich liebe es zu wandern, egal ob in Begleitung oder wie heute alleine. Wenn man gemeinsam unterwegs ist, kann man die schönen Momente teilen. Wenn ich alleine unterwegs bin, dann kann ich meinen eigenen Gedanken nachhängen und kann so schnell oder langsam gehen, wie ich es gerade möchte. In diesem Jahr hatten wir im Sommer ausreichend Regen und ich kann mich nicht zurückerinnern, wann der Oktober das letzte Mal so wunderbar grün war. Die ersten kalten Nächte haben wir hinter uns und die Natur beginnt mit der Herbstfärbung.
heute ist wirklich ein wunderschöner Tag zum Wandern. Ich bin froh, dass ich draußen bin. Auf dieser kleinen Seitenstraße gibt es so gut wie keinen Verkehr. Jetzt bin ich gleich an meinem Ziel und mal sehen, ob es da was Leckeres zu essen gibt. Jetzt habe ich es geschafft. Zuerst gibt es einen kleinen Salat. Und dann ein wirklich leckeres Rumpsteak mit Bratkartoffeln. Direkt nach der Einkehr geht es jetzt bergauf. Ungefähr 30 Minuten, aber der Aufstieg lohnt sich. Ich bin auf dem Weg zur Burgruine Tannenberg. Noch ein paar Minuten und ich hab's geschafft. Die Burgruine Tannenberg wird über einen Förderverein erhalten und weiter ausgebaut. Bei Ausgrabungen wurden wunderschöne Stücke entdeckt. Über die Vorburg und die ehemalige Zugbrücke verlasse ich die Burgruine.
bin jetzt auf dem Rückweg. Mal sehen, wie lange ich brauche. Im Moment gehe ich zwar noch bergab, aber ein Großteil des Rückweges geht es dann bergauf. Eine kurze Erfrischung für Füße und Beine. Diese kleine Anlage ist wunderbar gepflegt und ich freue mich, dass jetzt Mitte Oktober noch Wasser im Becken ist. Nach ein paar Runden sind Füße und Beine genügend erfrischt. Jetzt geht es fast nur noch bergauf. Und dann hatte ich großes Glück. Den Waldkauz habe ich hier tagsüber noch nie gehört. Ich bin auf den letzten Metern und möchte mich hier schon einmal von euch verabschieden. Danke fürs Mitwandern und bis zum nächsten Mal.